Servus Leute, was geht heute zum erweiterten Video auf meinem Kanal? Ja, heute haben wir das souveräne Investment-Thema Aktien. Was sind Aktien? Was ist eine Aktie? Ja, fangen wir an. Eine Aktie, ein Anteil an einem Unternehmen, einer Aktiengesellschaft. Aktionäre sind Miteigentümer, die an der Firma finanziell beteiligt werden. Also, wenn du mehrere Aktien hast, und die Firma sich richtig gut entwickelt und der Kurs hochgeht, dann kannst du mehr abcashen und musst nichts machen. Chillst auf der Couch, kurz natürlich hier meine Videos, du weißt Bescheid, so muss es sein. Damit erwirbt er bestimmte Rechte, etwa die Möglichkeit zur Mitsprache, Verwaltungsrechte, also auch das Recht am Firmenerfolg finanziell beteiligt zu werden. Vermögensrechte, natürlich, wir wollen doch alle Geld verdienen und nichts machen. Das ist die Idee weiter, was ist eine Aktie wert, aber davor müssen wir kurz abklären. Börsenwert versus Nährwert von Aktien. Also was ist denn ein Börsenwert? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Wir haben hier ein einfaches Beispiel. Sind von einer Aktiengesellschaft 1 Million Aktien im Umlauf, die zu 7,23 Euro gehandelt werden. Also eine Aktie kostet 7,23 Euro. Da machst du einfach, weil 1 Million Aktien sind im Umlauf, mal 7,23 Euro. Dann hast du im Fall deinen Börsenwert von 7,23 Millionen Euro. Fällt der Aktienkurs auf 6,99 Euro pro Aktie, beträgt der Börsenwert nur noch 6,99 Millionen Euro. Ja, jetzt kommen wir zum Nährwert. Aktie fix. Der Nährwert wird durch Eigenkapital, durch Anzahl der Aktien. Also hast du 1 Million Eigenkapital und 1000 Aktien, machst du Eigenkapital durch die 1000 Aktien, ist der Nährwert 1000 Euro. Und hat eine Aktiengesellschaft 1 Million Anteile ausgegeben, so repräsentiert jede Aktie ein Millionstel Anteil am Unternehmen. Wer in diesem Beispiel 1000 Aktien besitzt, ist zu 1% an der Firma beteiligt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs am Start sein an diesem, oder ich bin dann schon live auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Bussi geht natürlich wieder raus. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, Abo da, ihr wisst Bescheid. Bis auf.